Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splinter Cell Convention, Folge 6. Setz in Position! Auf mein Signal schalten wir ihre Leute aus. Falls das noch zählt, Sam. Tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst. Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Tom? Ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Die Hände. Bequem. Ach, Mist! Hoch mit dir. Du hast einen Termin bei der Präsidentin. All die Jahre hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Hab mich schon gefragt, wann du kommen würdest. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Und jetzt ist er hier, der berühmte Sam Fischer. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären Sie von zwei Zirkusclowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Tom. Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf Null zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jagd... Okay mit ihm? Ja, mir geht's gut. Du danke. Verdammter. Das war ganz du schön. Du hast etwa zwei Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich umgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Lass nicht meine Tochter in den Dreck zu ziehen. Du verstehst es einfach nicht.
Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lambert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Du mieses Schwein! Hast mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. 3 Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen, auf den Boden, sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. I will kill you. George. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen. Davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das Letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic, sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Dachte ich mir. Machen konnte gut markieren, also das war wirklich gut. Achso, was ich alles geschafft habe. Ah, hier, so ein Inhalt. Also. Ja, dann war es das für Splinter Cell Convention. Wir sehen uns dann bei. Einen Moment. Black
Black Ops 4 Open Beta wieder, bei Dead Space 3, bei For Honor, bei Forza Horizon 2. Wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin!